So Leute, ich habe jetzt was gefunden und zwar im unteren Bereich, da wo wir gekämpft haben, bin ich in so ein Loch reingekommen und... Ah ja, das war der richtige Weg. Es lädt, 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 es lädt immer noch. Und das ist jetzt die Aufnahme nach dem Urlaub, sag ich mal. Ja. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Yay! Geht's hier überhaupt lang? Ne, hier geht's lang. Da kommen wir ja her, ne? Moni! Ah, schnell. Ach, fühlt sich toll an, endlich wieder Munition in der Hand zu haben. Erst einmal nachladen, okay. Was ist das für eine Waffe? Ist es eine neue oder haben wir die schon? Das Problem ist, wir kommen jetzt gerade nicht hier ran. Seht ihr? Müssen wir vielleicht darüber jumpen oder so? Nö, glaube ich nicht. Naja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also hier ist wieder so ein Blockierzeugs. Da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt irgendeinen Schalter finden, der diese Tür öffnet. Scheint hier wohl außer Betrieb zu sein, diese Batterie hier. Oder was else das sein soll. Hier scheint auch nichts zu sein, aber trotzdem schaue ich nach, ob da was ist. Ja, ich hatte recht, da ist nichts. Aber hier geht's lang. Interesting. Wir haben auch wenig Energie gerade. Ich glaube, an dem Ort erinnere ich mich. Da bin ich auch ziemlich lang gehangen beim ersten Mal. Aber hier ist eine Vision. So, er hat seine Axt hier. Okay. Vielleicht hat das was zu bedeuten, was uns da in der Vision erwarten wird. Schauen wir uns sie mal an. Hallo! Was geht hier ab? Epileptiker wegschauen! Okay. Hä? Also da kriegt man einen Schlag, glaube ich, wenn man die Axt nimmt. Und das hat er auch bekommen. Das heißt, wir sollten die Axt hier nicht nehmen. Also gut, Axt nicht nehmen, elektrisch geladen. Das heißt, wir müssen jetzt was anderes machen. Oh, Epileptiker, wieder wegschauen, ne? Ich habe keinen Bock, dass ich da eine Anzeige kriege wegen epileptischer Anfall-Zeugs, ne? Ihr wisst Bescheid. Ah. Oh. Scheiße, jetzt kriege ich hier gleich einen Anfall. Aber das ist Real Life. Grafisch. Wo sind wir denn jetzt? Ich sehe nur Dunkelheit. Dunkelheit. Okay, hier ist so ein Stromkabel. So, es ist hier hell. Jetzt ist alles wieder mit Strom versehen. Und jetzt kriegt der Herr auch seine Axt. Und jetzt mit der schon wieder. Den hole ich mir. Na? Hallo, Glas geht eigentlich kaputt, wenn man mit der Axt draufschlägt. Unlogisch! So, können wir die Tür jetzt öffnen? Aha! Also geht doch. So, und was hat sich jetzt hier ausgewirkt? Okay, wir haben jetzt Licht. Das ist ja schon mal was. Ich schaue jetzt mal wieder ein bisschen rum, aber hier muss irgendwo eine Wärmequelle sein. Denn es ist hier ziemlich warm. Und wo es warm ist, da ist auch eine Wärmequelle. Das weiß jeder Mensch. Schon die Steinzeitmenschen wussten es damals, als sie das Feuer entdeckten. Glaube ich zumindest. Hoppa, hoppa, hopp! Ich
bin zu blöde, eine Turbine oder was das auch ist, rüber zu jumpen. Und die Leiter ist runtergefallen. Das heißt, wir müssen jetzt einen anderen Weg finden. Und daran kann ich mich erinnern. Ich habe noch ziemlich lang dann gebraucht. Und vielleicht hängen wir auch dieses Mal sehr lang an der Stelle. Weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Eigentlich müsste man das auch runterkrabbeln können, oder? Es kann man nicht mehr krabbeln. Was ist denn der für ein Mensch? Oh, ich bin zu behindert, ich kann nicht krabbeln. Ich gehe in die Krabbelgruppe. fuck. Nachdenken, Kevin, nachdenken. Das ist ein Denkspiel teilweise und das geht mir auf den Senkel. Ich hasse Nachdenkspiele. Da ist eine Leiter. Okay. Wir würden hier eigentlich runterkommen, wenn die Leiter hier nicht umgefallen wäre. Kann man die nicht einfach aufstellen? Oh, ich bin zu behindert, eine Leiter aufzustellen. Ist hier vielleicht? Sieht aus wie ein Zigarettenautomat. Obwohl ich kein Nicht, obwohl ich ein Nichtraucher bin. Vielleicht müssen wir zurück. Keine Ahnung. Okay, jetzt brennt hier Licht überall. Ui! Automatisches Türschließsystem. Das haben die Japaner entwickelt. Ich höre was. Hört ihr es auch? Ich will die Waffe. Ich will eine Waffe. Eine, die schießt. Aha, es ist hier offen. Das ist ja schon mal was. Ich will Radio hören. Was läuft im Radio? Ist das eine Tür? Nee, doch. Eine eingefrorene Tür. Eiszapfen. Hier ist ein Schalter. Das haben wir wahrscheinlich. Ach nee, euch habe ich gar nicht vermisst. Naja, immerhin seid ihr besser als die Spinne. Geh weg mit deiner Axt, du machst mir Angst. Nein! Oh, ich muss zum Psychiater, nachdem ich das hier überstanden habe. Was hat der denn jetzt gemacht? Ah, jetzt kann man ja nicht mehr. Oh, ich bin so behindert, die Tür aufzukriegen. Moment, ich hab doch alles. Ach, diese Maschinen, die machen mich ganz bekloppt. Ich werde bekloppt, 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 la 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 la. Bleib weg. Ganz schön dumm von dir. Ich bin bewaffnet. Und du hast nur eine Faust als Waffe. Eine Zombie-Faust. So. Jetzt wieder nachladen in einer hochdramatischen Nachladesimulation. Auch wieder Maze in Japan. Und jetzt haben wir diese Waffe hier. Was ist das für eine Waffe? Ha! Ich sage mal Sniper, aber die heißt wahrscheinlich anders. Okay. Wo? Ah, der hat eine Waffe. Der hat eine. Ah. Nein. Jetzt aber. Schieß doch. Schieß. Nein. Ah. Okay, es war zwar noobig von mir, aber wir haben ihn doch noch kalt gekriegt. Muss in der Gans. M91, 30 und 5 Portionen aufgehoben. Haben wir schon wieder eine neue Waffe oder was? Das würde mich jetzt wundern. Weil so viele Waffen gibt es hier nicht in dem Spiel. Ich glaube, wir haben schon die Hälfte aller Waffen. Vielleicht sogar mehr. Wo? Da! Da hat sich was bewegt. Ich habe es genau gesehen. Und genau aufgenommen in meinem kleinen Hirn. Erstmal wärmen. So, das beruhigt die Nerven.
Jetzt, wo ist dieser Spaten? Ich hau ihn eins über mit einem Spaten. Okay, keine Zeit für lahme Witze. Er schießt auf uns. Ah! Ah, jetzt habe ich ihn fett in die, ihr wisst schon was, geschossen, aber er ist ein Zombie, der fühlt da eh nichts mehr. Nicht, dass ihr mir jetzt komische Kommentare schreibt. Alles klar. Ah, seine. Nein! Ah! Ich will nicht sterben. Fuck! Diese Zombies, die machen mich fertig. Also nicht körperlich, sondern psychisch. So, sind wir jetzt wahrscheinlich wieder ganz am Anfang. Ja, immerhin haben wir jetzt die Sniper. Ach, wir sind hier. Okay. Damit kann ich leben. Ich will mich da wärmen. Hallo. Ich will mich da wärmen. Nein. Ah, oh, das blendet. Oh. Egal. Komm. Schnell wärmen, bevor er auf uns knallt. Bevor er uns knallt. Zweideutig. Okay, ich bin hier vielleicht ein kleines bisschen pervers in diesem Let's Play, aber das Let's Play ist ja auch ab 16. Also das Spiel meine ich, da darf man schon sowas mal zwischendurch sagen. Ne, bei Pokémon und so mache ich sowas wenig oder sagen wir das mal. Hallöchen! Ah, ich glaube, der ist ein ziemlich wütender auf uns. Oh, erst in die Face und dann in die Mu, sag ich mal. So. Da ich nicht wieder sterben will, gehen wir jetzt sofort wieder zurück zur Wärmestelle. So. Hier geht's hoch, glaube ich, oder? Ja. Aber zuerst möchte ich die Munition von diesem Zombie-Wichser da tragen. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt? Nein, 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 du kriegst mich nicht nochmal. Da gehe ich lieber in Deckung. So, ich brauche Licht. Ohne Licht geht hier nichts. Wo bist du? Hallo, Zombielein. Ich hab's deine Mutter besorgt. Ah, da ist er ja. Nein! Da ist er. Nicht schießen. Bist du tot? Wir haben ihn erledigt. Boah, das war ja knapp. Ein Schuss mehr und wir wären wieder Zombie-Futter geworden. Jetzt hoffe ich nur, dass kein neuer Zombie auftaucht. Jetzt müssen wir uns schnell heilen. Geht das nicht schneller? Ich habe hier nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe nur 30 Minuten begrenzte Aufnahmezeit. So, schönen Gruß an deine Mutter, ne? Okay. Da waren wir ja vorhin schon, dann ist hier das Ganze heruntergekracht. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter, da kann ich mich noch erinnern. Da wird irgendwie mit Licht gearbeitet, soweit ich mich erinnern kann. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ah ja, genau, das ist das Licht. Dusche wieder. Ich hätte dir den Rest gegeben. Warte, warte. Ziele. Schieße und treffe. Oh nein, 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 nein. Bevor ich jetzt sterbe, so durch Fernkampf mache ich im Nahkampfplatz. Lass mich schnell wärmen. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Nein, bleib da! Du! Komm sofort zurück! Ich brauche die Wärme von deiner Lampe. Hier geht's rein. So, es leckt ein wenig. 2 Frames pro Minute oder wie auch immer. Jetzt hat sich's wieder gefangen. Jetzt hängt's wieder. Moment. So, aber ich kann's auch verstehen. Das ist ein ziemlich grafisch hochleistendes Spiel. So.
Und jetzt müssen wir die Lampe so hinschwingen, dass irgendwas beleuchtet wird, obwohl ich keine Ahnung habe, was wir beleuchten sollen. Ich jump mal auf diesen Teil da drauf. Was müssen wir denn beleuchten? Ich glaube, das ist wieder so ein Nachdenkrätsel. Sowas mache ich gar nicht. Ich hasse Nachdenkrätsel! Fick dich, du Schlampe! Na ja, gut, erst schauen wir uns ein wenig um, dann wissen wir nämlich, was wir machen müssen, genau. Und dann können wir es ja am nächsten Part machen, denn ich möchte ja auch langsam zum Ende kommen. Und du bleibst jetzt da! Nein! Ich nehme gleich die Waffe und verpasse mir selber einen Headshot, dann habe ich es hinter mir. Okay, hier scheint es zu flackern. Flacker, flacker, flacker! Komm her! Los! Er hat mich ein wenig an Minecraft, wenn ich meinen Hund herziehen will. Komm her! Na los, Lampe! Guter Junge! So, mach Platz und bleib da! Nein, nicht schwenken, hier bleiben! Nein, ich schon wieder! Oh. Jetzt ist er schon wieder weg! Es geht mir auf den Keks! Na ja, gut, wir haben selber Licht. Wir brauchen keine. Wir brauchen dich nicht! Wir haben hier selber Licht! So, auf jeden Fall hat der Zombie-Wichser das hier jetzt runtergeschossen oder wie auch immer. Also, ich bin jetzt ein wenig ruhig. Kann sein, dass ich jetzt gerade wenig sagen werde. Denn ich bin jetzt am Denken. Verdammt, ich hasse Denken. Kann man sich da wärmen? Bestimmt, ne? Nein. Nee, geht nicht. Schade. Ich dachte schon, ich falle runter und sterbe. Dann hätte ich den Part sofort beendet. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt was machen, damit im nächsten Raum dann die Leiter oder so runterfliegt. Ne, ist doch richtig so, oder? Auf jeden Fall wird hier sehr schön mit Schatten gearbeitet. Spielermäßig. Und da ist der Typ, den wir vorhin runtergeknallt haben. Er hat seine Waffe liegen gelassen. Verdammt, blockiert. Ja. Was ist das? Ist das ein Schalter? Nee. Oh, turn out the lights. Hast du jetzt mal auf, hin und her zu schwenken? Das ist langsam nervig. Was heißt hier langsam? Es ist schon nervig. Würde es mir nicht an Munition mangeln, würde ich auf dich schießen, dann. Hallöchen. Ja, okay. Aha. Gut, also hier geht's weiter. Das heißt, wir müssen irgendwie dieses Teil nach oben wieder ziehen, das der Zombie zerstört hat. Doch wie schaffen wir es? Die Leiter hier, die Leiter, die Lampe hier brauchen wir schon mal. Aber wie schaffen wir es mit einer Lampe, dieses Teil nach oben zu ziehen? Ich glaube, ich gehe mal hier rein, dieses Gehäuse oder was auch immer das sein soll. Das ist doch richtig, oder? Sesam, öffne dich. So, hier geht's raus. Das war eine Taste, die ihr gerade gehört habt.
Das Teil muss nach oben. Ich probiere jetzt mal ein bisschen rum, dann finden wir es vielleicht heraus. So. Was ist das für ein Ding? Das ist ein... das ist so eine Art Kran. Interesting. Okay, wir müssen jetzt mit diesem Kran hier diese Brücke hier hochziehen, damit hier diese Tür frei wird, obwohl man hier eigentlich reinklettern könnte. Aber wie sagt man so schön? Ich bin behindert, ich kann da nicht rein. Also gut, soll ich es jetzt noch machen oder im nächsten Part? Im nächsten Part werde ich es wahrscheinlich vergessen, aber egal. Okay, ich beende jetzt mal den Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wie wir mit diesem Kran hier diese Brücke hier hochheben werden. Bis dann, Servus!